Hey Leute, ich begrüße euch im nächsten Photoshop Quick-Tipp und heute geht es wieder um das Thema Fotomontagen. Genauer gesagt, mal um das Thema Texturen, Overlays einfügen. Ja, die Klassiker, Steuerung T, transformieren, weiches Licht, ineinander kopieren und so weiter, das ist alles immer bekannt. Was ich sehr, sehr selten im Einsatz sehe, ist das, ich nenne es mal Zusatzwerkzeug für Formen in Kombination mit dem Transformierwerkzeug. Und das finde ich extrem schade. Ich selber nutze es wirklich zu 90% in meinem Composing, wenn es halt um solche Lichteffekte etc. geht, die ich einfüge, weil ich da sehr, sehr gezielt zu meinem Modell die ganze Sache anpassen kann, als dass es nur über das reine Transformieren-Werkzeug möglich wäre. Und wie das funktioniert, zeige ich hier einfach mal. Genommen ein Composing von mir, das ist die Ursprungsdatei, ja, das Modell Rasamee, fotografiert vom Stefan Gesell. Das sind Stockfotos, die er hier immer zum Verkauf anbietet oder angeboten hat. Jedenfalls habe ich es mir damals gekauft und diese Fotomontage habe ich daraus dann erstellt. Und ich habe hier so verschiedene etliche Ebenen drin und werde hier mal Step by Step zurückgehen, weil es geht uns mal nicht um dieses ganze Composing, sondern um diese Flammen hier. So, ich nehme das hier mal alles zurück, habe hier noch eine Textur drin, wie ihr das hier seht. Ja, auch teilweise ausmaskiert. Und dann hier die Flammen. Und um solche Flammen soll es mal gehen. Ich habe hier oben auch nochmal Flammen drin. An dem Stab fand ich halt sehr cool. Auch nochmal teilweise ausmaskiert, hat da sehr gut gepasst. So, ich habe hier mal zwei Texturen geladen, um da auch nochmal für einen, ja, oder einen Unterschied zu erklären. Geht es um normale Texturen, zum Beispiel Rosttexturen, die ich einfügen will? Es ist halt klassisch. Ich kopiere mir das Bild hier rein und sage weiches Licht zum Beispiel. Ja, reduziere die Deckkraft, könnte mir das hier an den Stellen nochmal ein wenig ausmaskieren. Da, wo ich es nicht so stark haben will. Ja, immer mit 50% Deckkraft ungefähr. Und dann habe ich hier nochmal eine Textur eingepflegt, wenn man das möchte. So, ich nehme das wieder weg. Sollte jeder eigentlich kennen, der so mit Fotomontagen schon ein bisschen hantiert. Gehen wir mal zu solch einem Flammenspiel. Füge ich das mal ein. Und jetzt gibt es da diesen ersten Unterschied zu normalen Texturen. Ich sage hier nicht weiches Licht, ja, könnte ich machen, würde auch in gewisser Form verrechnet werden. Aber geht es um solche Lichtspiele, ob das Flammen sind, Lensflares, völlig egal, wirklich scheißegal, arbeite ich im Modus negativ multiplizieren. Was macht negativ multiplizieren? Er blendet mir einfach alle Schwarzwerte aus. Und was überbleibt, sind die Helligkeitsinformationen, in dem Fall die Flammen, und die will ich haben. Noch ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch immer wieder mit einbringe, bevor ich hier eine Datei oder ein Bild auf einer Ebene transformiere, sage ich Filter für Smart Filter konvertieren. Okay. Warum mache ich das? Wenn ihr jetzt ein Bild hier transformiert, das ist so der Klassiker, ja, Steuerung T oder Command T bei Mac und sagt Enter und dann sagt er, ach, gefällt mir nicht, nochmal Steuerung T, größer ziehen. Gehen wir mal in die Totale rein, größer ziehen, hier noch ein bisschen ziehen, dann sagt er Enter und dann sagt er, ach nee, gefällt mir immer noch nicht, ich ziehe noch mal ein bisschen. Dann wird Step by Step die Qualität des Bildes nachlassen. Es wird immer matschiger und das ist scheiße. Deshalb, wenn ihr euch nicht gleich sicher seid, wie ihr das transformieren wollt, also viel experimentieren wollt, konvertiert ihr bitte die Ebenen ein Smart-Objekt und dann könnt ihr da 100 Mal transformieren, 100 Mal Enter drücken, spielt keine Rolle, die Qualität der Datei bleibt schön erhalten. Ja. Okay, kommen wir wieder zum Transformieren. Command T beim Mac, Steuerung T beim Windows PC. Werden es erstmal grundlegend hier so anpassen, wie ich das haben möchte. So. Und dann sollte das soweit schon grob mal ganz gut passen. Enter drücken, mal näher ranholen. So, und jetzt kommt das Eigentliche. Ich gehe nochmal in den Transformiermodus, den brauchen wir. Command T, dass der aktiviert ist. Und jetzt gibt es hier oben dieses Verformen-Werkzeug. Und das ist echt extrem bei vielen Leuten nicht im Einsatz. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich gehe da drauf, dann kriege ich so eine Art goldenen Schnitt. Und jetzt kann ich an jedem der einzelnen Knotenpunkte, außen wie innen, die Sache hier noch ganz, ganz gezielt anpassen,
speziell auf mein Modell, so wie ich das habe. Nicht nur die Knotenpunkte, ihr könnt auch mittendrin hier so ansetzen und die ganze Sache anpassen, wie ihr das haben möchtet. Einfach weit, weit mehr Möglichkeiten, als dass es über das reine Transformieren-Werkzeug jetzt hier möglich wäre. Ich gehe noch mal ein bisschen mehr an die Totale, dann kann ich hier wirklich, hier hinten kann man ein bisschen feiner die ganze Sache justieren. Ja, die Beine möchte ich so ein bisschen freilegen hier an der Stelle. Hier unten gehe ich noch mal ran. Gefällt mir ganz gut. Gehe ich hier an den Außenknoten noch mal ran. Hier würde ich dann zum Beispiel, hier wo es hier ein bisschen überdeckt ist mit einem Pinsel, der so ein bisschen die Flammform hat, das Ganze freimaskieren. Also nicht mit einem normalen Pinsel, sonst gehen euch die schönen Flammenkanten hier verloren. Da würde ich dann halt mit zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal Flammenpinsel, noch ein bisschen tricksen. So, hier noch ein bisschen. Also man könnte sich da jetzt hier noch eine Weile austoben. Die Geschmäcker sind da extrem verschieden. Ich möchte euch nur mal das Grundprinzip dieses Zusatzwerkzeuges zeigen. Enter drücken. Und das finde ich einfach genial. Ein geniales Zusatzwerkzeug. Unbedingt mit beachten. Ja, es ist ein bisschen rechenintensiv dann. Ich gehe nochmal ins Protokoll zurück. Und schaut mal, was ich durch dieses Verkrümmen-Werkzeug in Kombination also mit dem Transformieren-Werkzeug Verkrümmen eine Anpassung erreicht habe. Ganz, ganz kleine Nuancen, wo ich einfach wirklich Stück für Stück mich der Form des Models annähern kann und das Ganze dem Model schön anpassen kann, das Model da richtig einpassen kann, dass es nachher wirklich stimmig im Ganzen wirkt. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und dann, ja, je nach Belieben kann man die Flammen hier noch ein bisschen reduzieren, wie man das möchte, ein bisschen unschärfer maskieren, damit dann auch ein bisschen mehr Tiefe drin ist. Ja, könnte man jetzt hier nochmal reingehen, was jetzt auch nicht unbedingt zum Tutorial gehört. Gaußscher Weichzeichner. Und hier habt ihr jetzt schon im Smart Object konvertiert, das heißt, ihr könnt da auch jederzeit, wenn er zum Beispiel sagt, oh, jetzt habe ich mir das ein bisschen zu doll weich gezeichnet, ja, aber ihr habt es als Smart-Objekt konvertiert, geht da einfach nochmal Doppelklick drauf und könnt dann nochmal nachjustieren, wie ihr das möchtet. Das ist halt auch der geile Effekt von solch einem Smart-Objekt. Gut, aber uns sollte es einfach jetzt in diesem Quick-Tipp mal gehen, um dieses Werkzeug hier oben, Verformen-Werkzeug. Ich hoffe, da war ein guter Gedankenstoß für euch dabei. Probiert es in euren Tutorials mal aus. Ach so, und der Vollständigkeit halber, Leute, ich gehe hier nochmal raus. Das könnt ihr natürlich auch bei solch einer Rosttextur, egal was für eine Textur das ist, ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch ein Tutorial Dreck auf die Haut auftragen. Guckt einfach mal drauf, das ist schon ein bisschen älter, aber das heißt Dreck auf die Haut auftragen, glaube ich. Und dann nutze ich das auch. Und wenn ihr hier zum Beispiel mit weiches Licht arbeitet und Steuerung T und dann auch in diesem wieder zurück, nochmal bitte Steuerung T und ihr geht in dieses Verformen-Werkzeug, könnt ihr hier halt auch das alles so anpassen, gezielt, wie ihr das möchtet. Ja, weit, weit flexibler als nur mit rein transformieren. Also einfach mal probieren mit diesem Werkzeug, Zusatzwerkzeug hier oben und ja, eure Bilder, Fotomontagen da wieder auf die nächste Ebene bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Werkzeug und wir hören uns im nächsten Photoshop-Tutorial. Haut rein!